ich habe noch nie von ihr gehört. Und da kommt Sutra. Wow, das muss ein Kampf gewesen sein. Ja, bis er aufhörte. Sie haben aufgehört? Oh! Nein! Ah, verdammt! Kleiner Tim. Deine Hand in Lava zu stecken, fühlt sich nie bis... Bist du mir hier unten? Ich hätte nicht gedacht, dass du nach all den Prüfungen sich bergeweise Leichen auf... wie Weizen. Was machst du hier? Darf ein Mädchen nicht mehr einen Schrein besuchen? Du bist wegen Suturs Murmel hier. Möglich. Du suchst also nach... weiteren Riesenmurmeln? Du weißt, wie das aussieht. Wie die Lebensgeschichte von einem der unseren? Oder vielleicht wie ein Vorratsschrank? Nein. Als würde man dem Schicksal trotzen. Die Frage ist, was machst du hier? Mein Schicksal neu schreiben. Hast du das von Odin? Nein. Also... ja, aber nicht. Ich arbeite nicht mit ihm. Ich würde ihm nie etwas über den Eisenwald sagen, falls du davor Angst hast. Und ganz sicher diene ich ihm nicht. Worte der Prophezeiung, nicht meine. Ich muss eine Murmel finden. Du kannst helfen, wenn du willst. Gut. Aber willst du wirklich so die Regeln brechen? Es gibt keine Prophezeiung, in der du Murmeln sammelst. Das Ende steht für uns noch nicht fest, oder? Komm schon, Streiter. Oh, hallo auch. Ein fühlendes Schwert. Noch eine Murmel. Von Sutra. Aber ohne Seele darin. Er ist also noch irgendwo da draußen. Vor einer Weile hast du erzählt, wie die Riesen weggingen. Denkst du noch an sie? Die ganze Zeit. Sie sind weit weg von hier. Weit weg von Odin und Thor. Ich frage mich, in welche Länder sie gegangen sind. Welche Meere sie durchquert haben. Warum? Ich will sie finden. Ich rette meinen Vater und dann finde ich sie. Es beginnt. Wer ist das? Nicht Sutra, so viel ist sicher. Sieh dir den ganzen Frost an. Shinmara. Ich glaube, ich habe noch nie von ihr gehört. Und da kommt Sutra. Wow, das muss ein Kampf gewesen sein. Ja, bis er aufhörte. Sie haben aufgehört? Oh, nein, 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 sieh mal. Sie haben gemeinsam gekämpft. Sie sind sogar Freunde geworden. Gute Freunde. Sind die... ja. Sieht ganz so aus. Oh, tja, das ist gut für sie. Aber offenbar hat sie ihre, Liebe zu einer Art riesigen Kreatur verschmolzen. Ragnarök. Und dann? Zerstört Ragnarök Asgard. Ja, das habe ich in Gros Schrein gesehen. Tja, das war interessant. Oh hey, weißt du noch die Schlange, in die wir die Seele gesteckt haben? Ist schwer zu vergessen. Ich habe sie gesehen. Sie wird größer. Also schneller als normalerweise. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Ich bleib hier. Ich will nicht, dass dein Freund einen Riesen trifft, den er übersehen hat. Natürlich, aber sei vorsichtig. Bitte. Du auch, Loki. Hey, Ingrid. Ob Thor tot ist? Dachtest du, du könntest den Gott des Donners besiegen? Oh. Hä?
Ja, ich sollte zu Tor zurück. Natürlich. Ich gebe es zu, es hat Spaß gemacht. Ich bin nicht fertig, waren 20 bergeweise Leichen auf. Wie Weizen. Der Körper vermischte sich am Rücken und im Blut. Großartig. Willst du mir hier unten? Hätte nicht gedacht, dass du nach all den Prüfungen meine Hilfe brauchst. Oder hast du bloß deinem Vater zugesehen? Hey, warum dauert das so lang? Glaubst nicht, welche Massen ich von diesen Dingern erledigt habe. Einfach wundervoll. Ich glaube, du hast recht. Thrud wäre begeistert. Sie würde sich zumindest besser schlagen als du. Du schienst mir doch ganz gut klar zu kommen. Ich habe dir vertraut. Und wohin jetzt? Wir müssen wohl durch dieses Tor. Ach ja? Ich musste ja was machen, während du gekämpft hast. Sieh trotzdem nochmal nach. Sicher. Durch das Tor, wie ich sagte. Tor? Na, ist das nicht beeindruckend? Wie ein echter Gott. Du bist ein Gott. Verdammt richtig. Und ich auch. Hier ist es. Das ist die Stelle. Und wo ist es? In der Lava? Ich weiß nicht. Nachgedacht. Gut. Das ist auch besser. Na gut, verschwinden wir. Oh. Loki, versuch nicht nochmal mich reinzulegen. Du bist ganz in Ordnung, aber trotzdem ein Riese. Ich werde auch dich mit Freuden töten. Was hast du getan? Loki,